Ja, damit sind wir wieder online. So, ja, dann fangen wir mal an hier in Schönebeck, ne? Womit fangen wir an? Das Feld 8 gehört uns ja schon. Das habe ich schon gekauft. Na, Da. Drescher holen direkt los, legen Spatablage. Ja, Feld 8, da ist Gerste drauf. Das heißt, wir müssten einen Drescher kaufen, ne? Ja, was nehmen wir denn da? Wir haben jetzt hier die Klaas drin. Dann würde ich den nicht direkt ganz groß anfangen. Ich würde vielleicht erstmal den Klaas Lexion 580 nehmen, oder? Ne? Ja. Den mit den Reifen nur. Kaufe ich den schon mal? So. Dann holt die haben. Schneidwerk Ja, nehme würde ich ich. das 7,5er nehmen. Nee, dann nehme ich das 9 Meter, oder? Oder Ab, gibt 580er. es auch 9 Meter? Ja. Jo. Ja, doch. 750. Das ist Klapper. Nee, nehmen wir das 9 Meter. Ja. Muss ich noch einen Schneidwerkswagen dafür kaufen? Wofür ist er für 32? Jetzt muss ich mal gucken. Was denn hier so die. Das hat 13, also 12 Meter. Und als Schlepper kannst du ja eher die Sünderz Agro-Style 631 holen. Naja, klar. Mit einem schönen KW-Co-Hänger hinter fertig. Ja. Oder die So. Fliegelkombination halt, ne? Ja. Da, das ist 41 FT. 41 FT, das wäre dann 41 FT, das wäre dann bestimmt der hier Quadro. Mal gucken, das ist der Quattro 32 und das wäre der Quattro 40 oder 24. 9 Meter, da könnte der 32er reichen, ne? Ich kaufe den mal, versuch mal. Warte mal, ich komme mal noch da. So. Reicht das für 9 Meter? Ja, daher. Ja. 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 Willst du machen oder soll ich machen? Wer ist das egal? Ich steig mal ein, guck mir den mal an. Lautstärke. So. Ja. Er ist ja auch schön fahren. Alles schön hervorragend hier. Das ging ja so, das Ankuppeln. So. Ja, der passt doch genau. Ah, das denke ich mal auch dafür, ne? Mit dem Pack. So. Hebt den auch schön hoch. Willst du anhängen? Ja. Jo. So. Dann kannst du. Ach mal, der hatte denn das da drauf. Alt links. Oh, so ordentlich, ne? 8 Meter. Ah, da sind die Kameras. Ich sehe dich da hinten.
Ist doch cool. Mausmenü verstecken. So. Dann haben wir das, das, das. So. Ja, dann kannst du Gas geben, würde ich sagen, oder? Ich kaufe mir schon mal einen Trecker. Da nehme ich, denke ich mal, wieder. Ich weiß nicht, nehme ich Boah, den. ey, du musst bei mir die Sperrung wieder rausmachen. Der fährt bei mir rückwärts. Ja. Mache ich schon. So. Denn bei Fahrerscript? Nee. Erstmal gucken, wie ich am besten fahre hier oben rum. Am besten warte ich hier vorne. Wir dann zusammen runterfahren, ne? Ja, klar. Ich kaufe mir noch einen Kipper. Einen Anhänger. Nehme ich am besten Fliegel, ne? Hatten wir zuletzt den einmal und den einmal. So. Gewicht. Haben wir ein Fendgewicht. Ist das das Einzige? Zwei. Dann ist jetzt am besten, wenn wir dann hier längs runterfahren, am Feld 9 vorbei, LPG, noch LPG, dann zum Produktion und dann nach Feld 8. Ja. So. Steigen wir mal ein in den schönen Argo, ne? Ich habe jetzt mal eine Nummer größer genommen, den Argo, als auf der Konzen. So. Wo haben wir das Gewicht denn liegen? Da vorne. Du kannst ja schon mal Gas geben zum Feld hin, oder? Oh. So, einmal aussteigen. Das einmal ankoppeln. So, Gewicht hoch. Oh, war ja falsch hier richtig. Warum meinst du nicht? Ja, hier geht es mitten durch so ein Dorf. Geil. Einmal ran andoggeln. So. Den auch dran. So, dann komme ich mal. Wo bist du So. denn lang gefahren? Links rum ins Dorf. Links oder rechts? Ach, links rum, darum. So, ja. Sind hier vielleicht ein paar Wege? Was ist denn, wenn ich hier lang fahre? Ja, dann müsste ich eigentlich auch. Warum meinst du? Ja, sagen wir es mal so, dass ich damit noch damit ein Erstmal die Stadtwerkzwang Karte halt nochmal. öfter mal aufgeprallt, ne? Okay.
Jetzt bin ich schon vorbeigefahren hier. Was, wenn man die Map noch nicht so kennt, ne? Können wir uns denn jetzt hier drehen? Ja, du kannst einfach geradeaus runterfahren oder ein bisschen in dem anderen Dorf fährst du rechts rum. Ah, ich drehe mich mal kurz hier. Naja, wenn man sich noch nicht so auskennt, ne? Aber hast du das mit den Kameras mal angeguckt? Nee, mach ich gleich am Feld, da stell ich's ein. Ist echt cool gemacht. Ja, geil, jetzt fahre ich einmal über den Hof. Hier muss ich rein. Hier habe ich vorhin vorbeigefahren, aber doch schön gemacht, ey. Ja. Auf jeden Fall. Schon da am Feld? Ja, und sonst bis morgen auch dabei. Morgen? Bis morgen. Ja, morgen sind ja alle da, ne? Ja, denke ich mal, ja. Wie mache ich denn hier die Kamera an? Hast du das Tor schon aufgemacht hier? Ja. Ich glaube, die Zapfwelle passt hier nicht dran. Nicht? Oder? Doch. So, ich wäre auch da. Machst du erstmal so zweimal rum, ne? Machst du Häcksel, ne? Keine Ja. Spattablage, ne? Okay. So, Motor aus, Handbremse rein. Und mal gucken gehen, was der Kollege da macht, wa? Genau. Zweimal rumhäckseln, ne? Im Kreis und dann kannst du ja hoch runterfahren, Schwatterblage machen, ne? Weißt du, was der Drescher hier auch hat? Wie bei diesem Mängel dieser Ja, du darfst nicht zu schnell Auslastung. fahren, genau. Das ist nämlich auch cool an dem Ding. Das ist nämlich auch cool gemacht.
Jo. Wo bist du denn unterwegs? Ja, ich habe schon 54. Ja. 54 hast du schon. Ja. Ja, dann komme ich mal mit dem Trecker vorbei, ne? Oder meinst du, schaffst du einmal rum? Nee, das wird Nee. eng. Denk mal hinten bis zur Straße komme ich aber. Ja, ich fahre auf dem Feld einfach hinter dir her. Oder meinst du, zu welcher Straße? Ach, da Direkt vorne. auf der Ah, okay, anderen dann komme Seite ich von vom da aus. Verdacht. Ja, dann komme ich von da aus. Ist, glaube ich, besser dann. Komme ich da vorbei. Ich eigentlich schaffen. Ganz schön ruckelig hier. Ja. Feldwege. Ja, aber das Güllepäck werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, auch mal benutzen. Ja, das wäre geil. Ja. Muss mal eben was machen. So. Bist du schon voll oder was? Na, 97% sehe ich ja unten links. Ach, unten rechts meine ich. 99%, wa? 100. Ja, aber ich kann hier nicht so lang preschen. Wir haben die Feldwege hier ordentlich gemacht. Da. Ja. Stehst du denn mit dem Rohr schon richtig rum? Nur mal gucken, wie ich denn zu dir komme. Ist da hinten frei, wo du stehst? Kann ich da lang? Ja. Ja? Sonst wäre ich jetzt schon früher hier Feldrand gekommen. Ja, wir werden schon ordentlich was rauskriegen aus dem Feld, wa? Das auf jeden Fall. Ja. Jetzt frage ich mich mal nur, wo wir so epige Schweinemast. Dann haben wir da epige Pflanzenproduktion. Okay, dann werden wir da wahrscheinlich an der Pflanzenproduktion auch und da hinten ist Getreidewirtschaft, VEB. Oh, das ist, glaube ich, nicht. Ja, das sind Verkaufsstellen. Dann werden wir an der Pflanzenproduktion wahrscheinlich auch einlagern können. Ja, Pflanze da. Ja. Ja, dann kannst du weiterfahren, ne? Schweinemast. Reproduktion, Mischfutterbetrieb. Ja. Meint, dass er sogar hier irgendwo eine Gänsemast verbaut hat. Okay. So, ich warte da mal hier. Jo. Dauert ja noch ein bisschen, bis du wieder voll bist. Aber die Feldwege haben sie echt extrem gemacht, ey. Da kannst du nicht lang preschen. Keine Chance. Die sind richtig geil. Ja. So. Boah, gerade losgefahren, schon wieder 10%. Ja, das glaube ich krass. So. Ist der G dann C?
Wenn ich das meint. Fenster auf. So. Machen wir uns mal alles schicke hier. Lenkrad, ne. Das kann so bleiben. Den machen wir mal an. So. Das kann so bleiben. Die machen wir mal raus. Klappe oben auf. You. Werde ich dir mal folgen. Unauffällig. Ja, das erste Feld war, was wir haben. Aber überleg mal, wie groß das schon ist, ne? Feld 8. Ja. Irgendwann mal kannst du sogar mit zwei, drei Chancen Feld arbeiten. Ja, das auf jeden Fall. Feld 8 ist ja noch nicht mal eins der größten, ne? Ja. Ja, wenn wir dann Kannst du zum. aber auch richtig geil arbeiten. Kannst sogar einen Überladewagen dabei holen. Ja, wir wollten auch das mit dem IT-Runner, ne? Hast du das IT-Runner DLC? Ja, das habe ich, aber wie gesagt, wieder die Nicht eine. geupdatet, ne? Ja. Ja, aber das wollten wir wahrscheinlich mit reinnehmen. Dass man dann halt die Container so gesehen am Feldrand hinstellt, ne? Und dass du dann vom Drescher halt in die Container laden kannst oder so, ne? Da wollten wir dann, oder halt auch verschiedene andere Sachen, dass wir halt damit ein bisschen arbeiten können. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja. Soll ich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Dass du das Ja, auch. ich denke mal in 2 Wochen oder so hole ich mir das Tolma DLC nach dem Ja. Fernseh. Dann Ja. kaufe ich mir einfach das IT-Runner DLC nochmal neu. Ja, das habe ich auch schon einmal gemacht. Und da musst du immer gucken, dass du die. Du kriegst ja dann von Giants oder so, kriegst du ja dann eine E-Mail, ne? Ja. Dass du diese Product Case auf jeden Fall dir irgendwo aufschreibst oder hinspeicherst, ne? Die darfst du niemals verlieren, weil sonst musst du das jedes Mal neu kaufen, wenn du das updaten willst oder so, ne? Also guck, dass du das auf jeden Fall irgendwo speicherst. Ja, dann kopf ich höchstwahrscheinlich direkt das. Ah, ne, geht ja schon wieder nicht. Ist schon wieder voll, wa? Oh, was ist das denn? Ja. Fährt einfach. Ohne mich hättest du das jetzt wieder nicht gesehen, ne? Dann fahren wir da jetzt Rohr aus. Mensch, 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 das Ding geht hier ab, du. Ja, gedüngte Felder, ne? Und halt 9 Meter jetzt, ne? Keine. Was hatten wir vorher? 6 Meter oder so, ne? Ja. Nee, scheiße, ich muss eh gucken, wie ich das mache, ne? Weil man das ja nicht mit einer PaySafe-Card bezahlen kann. Nee, leider nicht. Das kannst du nur zahlen, ja, ganz normal, ne? Entweder Kreditkarte oder Sofortüberweisung, PayPal, ne? Ja. Geht das, wenn man das ja kauft, bekommt man ja eigentlich nur ein. Also so ein Produktschlüssel, ne? Ja. Ja, fahr ruhig weiter. Bist leer, oder? Ah, nee. Mein Nee, Hänger ist der voll, vordere der. ist voll. Ah, stimmt. Kann ich den vorderen schon mal zumachen? Wollen ihn schon wieder aufwurzen. So. So als für 120 Euro. Was ist mit 120 Euro? Dazu als 3. Aha. Dark Souls 3.
Ja, oder warte, fahr mal aus, dann fahre ich neben dir jetzt. Jetzt kann ich ja neben dir fahren. Aber guck, dass du alles mitnimmst hier, ne? Ja. Stimmt, in der einen Hand wieder das Handy, ne? Ja. Muss er ja immer auf dem neuesten Stand sein. Warum das denn? Ja, ich bin hier in einer WhatsApp-Gruppe. Wenn man da nicht aufpasst, hast du in 5 Minuten 1000 Nachrichten. Oh Mann. Man alles mitlese. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen anpassen hier von dem Drescher, wenn der abtankt. Tankt so weit weg ab. Ja, aber wir haben uns ja die Felder hier kaufbar gemacht, ne? Finde ich. Ich bin mal gespannt, wo das, das wird bestimmt wieder in so eine Halle gelagert. Da bin ich mir Ja, in alle. eigentlich ziemlich sicher. Gebäude und alles drin, der ist echt mal von der Bandico übernommen worden und leicht verändert worden. Ja, klar. Ja, aber wir haben uns ja die Felder hier kaufbar gemacht, ne? Ja. Finde ich halt besser. So hast du Weißt du da. schon, ob jemand uns zuguckt oder? Ja, Zuschauer haben wir. Vorhin hatten wir mal 5, jetzt haben wir wieder 2. Herzlich willkommen an alle Zuschauer. Fahre ich schon mal hinten an die Kante wieder. Fahre ich da wieder am Feldrand mit daneben. Ja. Warte ich mal hier. So. Normalerweise müsste man bei Gerste ja das Fenster zumachen, weil wenn immer Gerstenstaub oder Gersten-Dingens da im, weiß ich nicht, überall in Klamotten hängen hättest, ey. Das ist nicht ohne, das juckt und kratzt. Ja, das ist richtig schlimm. Ja. Ja, fahr mal aus, genau. Da tun wir mal ganz kurz abdenken und ich gucke, ob er Zeit. Ja, warte mal. Fahr mal noch ein Stück vor. Damit der genau in den Trigger kommt. So. Jo, dann können wir weiter. Aber ich kann gleich auch Drescher fahren. Ach ja. Kein Ding. Können wir ja gleich, wenn ich einmal rumgefahren bin. Ja, wenn ich einmal weggefahren habe und dann wieder zurück bin, können wir noch mal tauschen. Aber ich würde dann eben auch gleich mal gerne mit den Kameras an dem Drescher ausprobieren. Ich warte hinten und kann es mich dann hinten wieder voll machen. Ja. Ja. Hast du dir den Stream angeguckt von gestern? Oder von vorgestern, ne? Nee, noch nicht. Ey.
So, ich warte mal hier. Hier müsste es nämlich eigentlich schon fast voll machen können. Da kommt er. Na, gib mal Gas. Wie viel Prozent hast du denn? Ich habe jetzt 80%. Kannst gerne noch mal abtanken. Boah, perfekt. Ja. Ja, wird aber nicht ganz reichen, ne. 90% habe ich jetzt. Dann dreh dich mal. Komme ich gleich vorbeigerauscht. Aber der ist schick, der Drescher, ne? Ja. Auch mit diesen Funktionen, wenn du halt zu schnell bist, ne? Da kannst du nicht so schnell mitdreschen. Dann fährst du dir Genau. nämlich alles dicht. Dann musst du nämlich jedes Mal auch wieder aussteigen und das wieder frei machen. Das ist wieder das Richtige für Mike. Ja, ich gebe Vollgas. Ja. So, genau. Schmeiß mal raus das Rohr. Ja, ist aber nicht so einfach mit dem hinteren Hänger. Oh, jetzt aber. Ah, das müssen wir nochmal anpassen, dass das weiter nach unten geht. Nicht so weit wegfällt. Dann wird der jetzt gleich aber auch voll. Wie viel Prozent? 99. Und voll. So, plane zu. Und ab dafür. Na, 40 Tonnen haben wir jetzt schon. Ja. Sind knapp zweimal rumgefahren, ne? Ja. Bring ich das mal weg. Ui, 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 ui. Mal gucken, was Getreidelager ist, wa? Oh. Tor erstmal aufmachen. Das war natürlich klar. Was denn? Schnell nach hinten fahren. Ich dachte, das Tor ging natürlich nach in meine Richtung auf. Okay. So. Wagehäuschen sein. So. Jetzt ist die große Frage: Wo ist das Getreidelager? Oder das Gerstenlager, eher gesagt. So, da steige ich am besten mal eben raus und gehe mal gucken. Ah, da ist doch schon Gerste und Weizen, steht doch schon da. So.
Okay, dann ist das Weizen, das zweite ist Gerste. Moin, Big Shogun. Alles Moin. fit? Leider nicht in die Richtung abkippen. Naja. Um die Uhrzeit noch Livestream am gucken. So, dann komme ich mal wieder zum Feld. Ah, hier noch nicht. Muss ich alles noch einspielen hier auf der Map. Hier lang. Shogun? Das stimmt. Kannst du mir denn sagen, vielleicht wie die Qualität ist vom Stream? Bin da noch ein bisschen was am Ausprobieren von Ton und von der Bin voll. Grafik her und so weiter. Du bist voll? Dann komme ich vorbei. Okay. Shogun. Shogun. Wohl eher. Dann. Ah, okay. So. Ach, du wolltest weiterfahren, ne? Dann fahre ich Drescher, ne? Erstmal. So, dann können wir abladen. Dann mache ich den Motor aus. Ich mache dir direkt mal das Dingens raus hier, ne? Wendeschaltung. Genau. Okay, super. Worauf guckst du denn, Shogun? Auf Handy oder PC? Ich sollte was lauter sein. Okay, kann ich natürlich einstellen. Warum geht hier die IC steuern? So, jetzt habe ich mich ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das passt so. So. Das hier normal? Nee, STRG rechts. Soll ich mal gucken, wo war das Rohr einfahren? Okay, dann hast du. Achso, du hast die Kamera aufs Rohr gemacht. Ah, okay. Vielen Dank. Okay, super, vielen Dank. Danke für deine Hilfe. So, ich würde mir die Kamera aber gerade mal gerne umstellen. Was war das denn jetzt hier nochmal? Alt links, stimmt. So, da würde ich mir nämlich gerne auf das Schneidwerk da links machen. Das heißt, ich müsste hier jedes Mal drehen, ne? Ja, okay, das bringt mir nicht viel. Da mache ich lieber Korntank nach hinten. So, ja gut, so mache ich das. Weiß ich wenigstens, wann die wann er fertig ist mit dem Schwad. Ja, ich hoffe, dass sie gefällt dir. Wir sind noch ganz am Anfang unserer Twitch-Geschichte und YouTube-Channel. Noch ganz neu im Geschäft. Aber alles nur für den Spaß. Hier ist ja keine Wendeschaltung, muss ich mal wieder reinmachen. So. Fährst ja immer ohne. Ja. So.
So. Oh. Wurde ein bisschen aufgemotzt. Ach so, hast du auch einen eigenen Channel oder Twitch-Kanal? Ja, wir sind normalerweise sind wir bis jetzt mit 4 Leuten bei uns im Team. Nur die anderen zwei, der Chris und der Mike, die können heute Abend leider nicht. Morgen werden wir auf jeden Fall wieder online sein. Ich denke mal morgen Nachmittag so rum. Da ist der Chris und der Mike, denke ich, dann auch dabei. Und dann wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr rund gehen hier auf der Map. Ja. Ach so, okay. Gut, bei YouTube ist natürlich, ja, man muss halt auch immer, ja, entweder schneidet man die Videos, macht kurze Videos, ne, oder halt so Let's Play Videos. Wir machen eher so Let's Play Videos, also auch so 15 Minuten rum oder so und dann halt auch ein bisschen dabei reden, ne? So wie halt so ein kleiner Livestream. Und machen halt haben jetzt auch eine Map-Vorstellung gemacht von der Konsum Map, wo wir halt auch die letzten 2 Livestreams drauf gemacht hatten. Aber da sind wir jetzt von weg und sind jetzt auf die Schönebeck gewechselt. Wir haben uns die Schönebeck noch ein bisschen umgebaut, also haben da jetzt kaufbare Felder gemacht. Das hat ihr standardmäßig nicht. Also habe ich vorhin flott eingefügt. Soll ich das Rohr ausfahren? Augenblick, so. Ah, okay. Die kaufbaren Felder hast du gesehen oder die Map-Vorstellung oder was meinst du? Ach so, okay. Ja, aber auch unsere erste Map-Vorstellung. Und Kevin, hast nichts zu erzählen? Nee. Zu spät, wa? Ah, das auch, ne? Du bist halt fix und fertig. Tja, hast ja ordentlich geschleppt heute, ne? Oh. Oh, die Texturen finde ich eigentlich ganz schick hier von der Gerste und so weiter. Ah, Dankeschön. Dankeschön. Da war auch der Chris dabei. Also der andere, mit dem ich die Map-Vorstellung gemacht hatte, war der Chris. Das ist so unser Mapper. Also wir machen ja auch oder sind ja auch dabei, unsere eigene Map zu bauen. Der Chris hat ja schon ein paar Bilder bei uns auf unserer Facebook-Seite hochgeladen. Das wird eher so in dem Westerrade-Stil werden, die Map. Aber ist halt noch relativ am Anfang. Oh, das war aber knapp, ne? Was denn? Mit dir? Mit deiner Ecke, ja. Ja, aber wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis die Map rauskommt. Wie voll bist du schon? 41 Cent.
41% hasse. Die Drescher sind echt schick geworden hier, was die hier gemacht haben wieder. Ja, nur das. Ja, man weiß ja noch nicht, was bei LS17 da genau für ein. Ja, wie soll ich sagen? Was da. Ob die. Ob das also einfach zu konvertieren ist dann zu LS17 oder ob da wieder irgendwie irgendwelche Schwierigkeiten sind, das ist ja auch immer das Problem, ne? Wir wollten sie wahrscheinlich jetzt noch für LS15 dann rausbringen, aber dann natürlich dann auch, klar, wenn LS17 rauskommt, LS17 dann auch zocken. Aber ich denke mal, wir werden dann auch noch auf jeden Fall weiter LS15 dann noch spielen, weil jetzt kommt ja erstmal alles Gute, ne? Ist ja immer, ist ja meistens so. Am Ende von, so gesehen von dem Zyklus, von, das war auch bei LS13 so. Am Ende, ja, genau, da kam auch kurz vor Schluss die Westerade. Ja, da kamen die besten Mods raus, ne? Und dann kam schon 15, ne? Und dann werden die ganzen natürlich neuen Mods alle nur für 15 gemacht, ne? Ist halt das, was ein bisschen schade ist. Da müsste einfach ein bisschen mehr Zeit vielleicht dazwischen sein. So, jetzt bringen sie auch lauter LS11 Mods rein, zum Beispiel die Maps und so, weil die jetzt auch mal langsam aktuell werden, ne? Ja. Hat man auch Lust, in LS15 mal die alte Map zu ziehen. Ja, klar. Ja, aber jetzt guck dir mal an, ne, wie lange. Ja, klar, wir haben einen TS. Ne, wir haben TS, wir haben einen eigenen Server. Ich hatte auch überlegt, einen Dedicated Server einen eigenen zu machen, aber dafür muss er wieder den Rechner den ganzen Tag laufen lassen. Das ist ja bekloppt. So, so. Klar, wenn du Bock hast, kannst du erstmal kannst du drauf kommen. Ich schick dir mal ein paar Kleinigkeiten, Augenblick. Channel edited. Okay, so. Das. Oder könntest du mal eben Kevin? Ja. Könntest du mal eben unserem TS Dingens reinschicken? Ich glaube, ich bin gar nicht bei Twitch angemeldet. Ach, bist gar nicht bei Twitch drin? Ja, okay, warte, dann mache ich das eben. Ist ja kein Problem. Bebim, bebim, bebim. Augenblick. Jetzt muss ich mal eben was gucken, das ist das. Da muss ich mir eben auf dem Desktop. So. Das ist der TS und das Passwort ist dieses. Das ist nur für den TS. Ach so, warte mal, ich fahr mal eben das Rohr aus. Ach, guck mal, da ist der Kollege. Der ist aber flott. Toto. Channel switched. Hi. Servus. Servus. Ja. So schnell geht das, ne? Ja. Ja, ja, willst du mit runter an LS15 kommen?
Oder im Ja, Streaming. gerne. Ja. Ja, mich stört das nicht. Ja, komm einfach runter da. Channel switched. User joined your channel. Ah, dann hole ich den Kevin auch noch mit User hier. joined your Ah, okay, channel. Kevin ist schon da. Ja, So. das geht ja schnell. Ja. Ja. Bist du gerade auch am Zocken oder was? Gerade nicht, ich war gerade noch World of Warship am Runterladen. Okay. Das hat irgendwie bei mir rumgespackt. Okay. Aber ich lasse mir meinen deinen Stream offen, falls da mal jemand reingeht, Ja, klar. reinkommt. Ja, klar. Nö, ist ja kein Thema. Streamen denn momentan viele? Ich sehe es gar nicht. Ja, einige zocken gerade. Auch Schönebeck, ne? Bestimmt, mit Sicherheit. Das ist einer der Karten, die sehr viel gespielt wird. Deswegen spiele ich die nicht. Ja, das ist ja jetzt, gerade neu raus, ne? Das ist ja, nee, wir hatten jetzt ja die ganze Zeit Konzen, die Map, und es war halt noch die 0,9 oder 0,9 Beta, und da waren halt noch einige Fehler drauf, aber wir hatten jetzt halt keinen Bock, die alle da noch runterzuholen. Und haben dann gedacht, gehen wir auf die hier, weil die wird ja auf jeden Fall fehlerfrei sein. Und das heißt, dass man hier auf jeden Fall keine FPS-Einbrüche oder so einen ganzen Quatsch hat, ne? Ja, das kenne ich. Ja. Das ist ja wichtig. Vor allem, wenn du dann am Stream bist oder so. Ja, das ist echt nervig. Wenn du am Stream bist und dann auf einmal FPS-Einbrüche. Ja. Und dann weißt du nicht, wovon das kommt, ne? Ja. Nee, aber so. Also, klar. Die Map ist natürlich im östlichen Stil, ne? Das ist logisch, so wie Bantico halt auch, ne? Ja. World of Warships. Ah, okay. Kevin, dein Vater, was hatte der? Der. World of Tanks, ne? Tanks. World of Tanks, ne? Okay. Er zockt auf der Oyster Proper auch, ne? World of Warships, ne? Meine ich. Keine Ahnung. Ach ja. Ja, kann er. Ja, das spielt er, aber der kann bloß nicht mit dem Schiff umgehen. Ah, er ist ja warm. Nee. Also was ich da hauptsächlich zocke ich LS momentan, also. Sonst habe ich auch keine große Zeit momentan dafür, für andere Sachen. So. Haben wir das, das, das. Aber ist die Qualität denn gut vom Stream, also? Ja. Oder sehr pixelig oder so? Nee, pixelig, das ist nicht so. Ja, das ist schon mal gut. Ich könnte noch ein bisschen weiter hochdrehen, aber da muss ich noch ein bisschen ausprobieren, was ich da mache. Und Stimmen sind jetzt auf jeden Fall gut, weil das hatte ich nämlich auch immer, dass ich, wenn ich mir die dann nachher angeguckt habe, dass meine Stimmen relativ leise waren im Gegensatz zu den anderen, die im Ja, das ist TeamSpeak immer so waren. ein, ist immer so ein Spielchen damit. Ja, das stimmt. Guck mal, die einstellen. Achso, soll ich jetzt das Rohr ausfahren? Ich glaube, hier haben wir schon mal auf jeden Fall nachher Ballen genug, ey. Aber das ist wieder das Ding. Wenn du jetzt wieder Ballen machst, hat das. Das ist scheißegal, glaube ich, welche Map du da spielst. Also bricht es nachher trotzdem wieder zusammen, wenn du über 10.000 Ballen auf der Map hast. Da musst du am besten die Ballen verteilen, ne? Ja. Auf Höfe. Ja, entweder so oder halt immer einfach nur an den Feldern irgendwo lagern, ne? Oh. Habt ihr das mit den Ballen auch drin? Mit den Die Feedballs oder was? ja, dieses. Ja, genau, das haben wir auch drin, dieses Script und auch dieses Bale Extension Script, dass die nass werden oder und so weiter, ne? Ja, wir versuchen halt alle möglichen realistischen Mods reinzubringen, ne? Genauso mit dem Spritverbrauch, dass das halt mal ein bisschen mehr Sprit verbraucht, das Ganze. Ja, Drive Control, wie das, ne? Ja, ne, es gibt ja nochmal einen Mod, Fuel Adjust heißt das. Da verbraucht er dann nochmal, halt, da wird er dann auch die Spritanzeige dann nochmal angezeigt und so weiter. Und er verbraucht dann eigentlich, sag ich mal, das Dreifach oder so. Weil sonst gehst du ja nie wirklich tanken. Mit so einem Trecker. Wenn du da, wenn das Original nimmst, wie das von LS kommt, da bist du ja, weiß nicht, jahrelang unterwegs mit so einem Trecker, bis du mal tanken musst. Ja.
Nee, und das ist dann auch so angepasst, wenn du mehr Leistung brauchst oder mehr Power, verbraucht er auch mehr. Ich mir angucke, ey, wie weit wir gerade erstmal sind hier auf dem Feld. Dafür, dass ihr zwar noch nicht Ja. weit seid, habt ihr aber eigentlich ordentlich Geld. Ja, wir sind, wir haben den Geldstand von den Konsten übernommen. Wir hatten ja damals, hatten wir auf der nördlichen Gegend angefangen. Von da aus haben wir den Kontostand, also alles verkauft, ne, rübergenommen mit auf die Konsten. Von da aus jetzt nach hier. Wir hatten in der nördlichen Gegend, hatten wir so gesehen, mit null angefangen. Also alles ganz klein, ne? Alles später bis nach hier. Und jetzt, ja, guck mal, jetzt haben wir hier zwei Maschinen, ne? So gesehen, den Trecker und den Drescher, sonst haben wir noch keine Maschinen. Ein Feld. Und ich sage, wir haben ja die Felder kaufbar gemacht und die Felder kosten alle so zwischen 100.000 und über, also zwischen 100 und 250, manche auch über 300.000. Also da geht das schnell auf jeden Fall gleich, oder später auf jeden Fall sehr schnell flöten. Leider. Ja, aber ich finde es halt irgendwie besser mit kaufbaren Feldern. Also wir machen uns das immer eigentlich direkt, wenn eine Map keine kaufbaren Felder hat, bauen wir uns das direkt ein. Ist ja kein Akt. Alles doch. Das ist nicht schwierig. Nee, nee, deswegen. Und deswegen machen wir das drin direkt mit rein. Die PDA machen wir eigentlich normalerweise auch selber, aber hier ist die PDA eigentlich ganz gut. Und sonst erstellen wir die auch selber, aber hier ist die in Ordnung. Die kann man die mitnehmen. Ja, warum auch nicht? Ja, nee. Das wäre wieder Arbeit für die Katz gewesen. Jetzt will ich mal gerade was gucken hier. Wäre es ja nicht sinnvoller eigentlich, wenn man so. Ah, nee. Nee, ist okay. Wie voll bist denn jetzt? 94. Hast aber noch nicht weggefahren, ne? Noch einmal? Nee. Nee, nee. 100. Okay. Dann lager es mal ein. Ach ja, so. Wie oft habt ihr denn schon gestreamt? Also wir haben bis jetzt haben wir, ich denke mal 4, 5 Mal gestreamt, aber die anderen Aufnahmen habe ich gelöscht, weil die Qualität halt noch nicht so gut war, ne? Da habe ich das dann erstmal wieder rausgenommen. Aber jetzt haben wir am Freitag, ne, am Donnerstag hatten wir einen Stream gemacht, glaube ich, und am Mittwoch. Genau. Und die hatten wir dann halt auch aufgenommen und dann auch später bei YouTube kannst du die exportieren und bei YouTube dann einfach so reinladen. Aber ich glaube, die Qualität leidet dann ein bisschen drunter vom Video. Ja, das wird etwas dunkler dann, ne? Ja, deswegen muss ich wahrscheinlich dann hier ein bisschen mehr Power reingeben, also die Qualität ein bisschen höher drehen, damit das später ein bisschen besser ist. Aber sonst machen wir ja auch dann über Bandicam, machen wir dann auch für YouTube-Aufnahmen. Bandicam. Ja. Ja, ich habe mir das Programm gekauft, Bandicam. Kannst du natürlich Okay. auch über OBS machen, das ist umsonst, aber Bandicam ist es halt einfacher zu handeln. Da kannst du es einfacher zu einstellen. Ja, da habe ich das Programm habe ich dann zum Aufnehmen für Videos und zum Streamen habe ich jetzt OBS. Und Ich muss dann. ganz ehrlich, ja, wenn ich sag mal so, wenn ich streame, mache ich das über OBS. Ja, genau, Stream tue ich auch über OBS jetzt gerade. Aber auch wenn ich aufnehmen würde, würde ich auch über OBS machen. Ja, das hatte ich anfangs gemacht, aber ich finde Bandicam da doch einfacher als Programm. Und Bandicam, das wären die Dateien nicht direkt so groß. Bandicam, da mit der gleichen Qualität hast du trotzdem kleinere Dateien und kannst dann später über Handbrake, render ich über das Programm. Kannst das dann später, sag ich mal, so ein 15-Minuten-Video auf 1,5 GB runter rendern. Ohne Qualitätsverlust eigentlich. Ja. Jo. Weiß gar nicht, wofür das Rendern ist. Rendern ist, normalerweise hast du ja dann, wenn du jetzt so ein Video machst bei YouTube, also für YouTube oder so, und dann nimmst du jetzt auf in 1080p, also in HD-Qualität, ne? Ja. Und hast dann, sag ich mal, das Video
15 Minuten lang, ne? Dann ist das so, sag ich mal, bei Bandicam ist das so dann 9 GB, ne? 15 Okay. Minuten Video. Und bei OBS wäre das dann so um die 15 GB, ne? Gut. Ja, und das Ding ist dann, dann musst du natürlich runterrendern, weil du Also lädst ich sag mal so, ich das auch schon mal aufgenommen. ja. Also ich Ja. nehme das jedes Mal auf. Ich habe glaube ich 4 Stunden Video mal gehabt. Das war Ja. gerade mal etwas über 11 GB. Ja, okay, jetzt kommt auch die Qualität an, ne? Wie du aufnimmst und die Tonqualität. Hast du denn in HD aufgenommen? Ja. Ja, auf jeden Fall hatte ich das bei mir, dann war das, ist das dann halt so um die 9 bis, also 9 GB bei Bandicam 15 Minuten, ne? Und dann rendere ich das runter auf 1 GB oder auf bis zu 2 GB, ne? Und dann ist das halt auch einfacher hochzuladen, ne? Bei YouTube. Um einiges schneller, als wenn du 50 GB jedes Mal hochlädst und du haust dir halt auch deine Festplatte damit ordentlich voll, ne? Gut, ich habe mehrere Festplatten. Ja, klar. Festplatten, klar. Nee, das auf jeden Fall. Brauchst du ja sowieso mehrere. Ist ja sowieso alleine, wenn mal eine abkackt, ne? Muss dein Programm ja auch irgendwo speichern, deine ganzen Daten auf einer zweiten Festplatte. Das ist ja sowieso wichtig. Weil wie schnell, oder beim, zum Beispiel beim Kumpel letztens ist auch, hat ist die Festplatte abgeraucht. Zack, alle Daten weg, ne? Hat es nirgendwo gespeichert. Ja. Konnte auch nicht wiedergeholt werden. Die Festplatte war einfach kaputt. Und dann hast du alles weg. Deswegen am besten immer irgendwie eine externe, wo einfach nur wichtige Sachen drauf. Das muss ja nicht jeden Müll da drauf tun, aber. Ja, klar. Ja, und SSD dann halt einfach zum Starten vom Windows, ne? Ja, SSD habe ich genommen für die Festplatte. Genau. Für Windows. Genau, fürs System und für die wichtigsten Programme, damit die immer schnell starten. Und alles andere kannst du eigentlich ganz normal über eine normale Festplatte dann laufen lassen. Aber ich denke mal, dass wir das Feld heute fertig kriegen, ne? Ja, wie spät haben wir? 12:15. Ich wollte eigentlich gleich wahrscheinlich Feierabend machen, erstmal für heute. Lange seid ihr schon am Stream? Jetzt momentan, ja, eine Stunde. Aber ich bin ja jetzt schon seit. Sonst bin ich jetzt dran, seit 8 Uhr glaube ich heute alles einzustellen, runterladen, ne? Mit der Schönebeck und so weiter. Oh. Und so, ja. Morius hat mir einen Nass hingestellt. Was hast du hier hingestellt, Morius? Oder was meinst du mit nass hingestellt? Ah, du meinst bestimmt was fürs Aufnehmen, ne? Ja, genau. Ja, habe ich mir gerade gedacht. Ein Serverline. Ja, ich hatte auch überlegt. Ich habe mir jetzt gerade auch neue Computerteile gekauft für meinen Rechner. Also ein 6700K Intel Core i7 hatte ich mir jetzt geholt. Gestern, genau, gestern habe ich mir den geholt. Und DDR4 Speicher, neues Mainboard. Und jetzt habe ich noch ein Intel Core i7 2.6er. Habe ich jetzt noch übrig, 2.6K. Und den wollte ich wahrscheinlich dann auch in meinen. Vielleicht in den Streaming-PC reinpacken, mal gucken. Aber dafür braucht man dann so eine. So eine Capture-Card oder sowas in der Richtung, der dann deinen Rechner aufnimmt, oder? Die müsste man sich ja dann auch wieder kaufen. Ah, okay, um alles abzuspeichern. Das ist natürlich ein bisschen krass, ne? Um alles abzuspeichern auf dem Rechner. Oder vom Rechner. Ja, aber ich meine, klar. Ist auch eine Option. Wollen wir noch zwei, drei Bahnen machen, ja, ne? Ja, wir machen noch ein bisschen was. Okay. Ja, über Nass. Ja, ist jetzt. Gibt's denn da Programm was? Aber ich muss doch meine Grafikkarte doch dann mit dem anderen Rechner verbinden, oder nicht? Oder ich muss doch irgendwie ein Programm dafür haben, dass er auf den Rechner zugreifen kann, dass er das aufnehmen kann.
dass mein Rechner so gesehen belastet wird, aber eigentlich brauche ich es nicht wirklich. Also ja, wäre da halt eine kleine Spielerei wieder, ne? Tja, dann werden wir wieder Spaß haben, hier Ballen zu machen, aber da kann Christa morgen schön Ballen fahren. Sowieso erstmal alle Maschinen kaufen. Und du? Was denn? Nee, ich meine, du, Shogun, du hast, streamst dann auch LS oder was? Ja. Immer? Ah, okay. Ja, vielleicht guck ich da dann auch mal vorbei. Wie heißt denn dein Channel? Big Shogun. Ah, genauso wie der hier heißt dann. Ah, okay. Guck ich da auch mal vielleicht rein. Komm ich auf jeden Fall mal vorbei. Ah, über das, ne, ans LAN hängen, okay. Und dann über das LAN. Ah, okay, über die Fritzbox kann ich das dann machen, oder was? Ich habe jetzt zwischen der Fritzbox habe ich jetzt auch noch einen Hub so gesehen, wo ich dann noch halt für meine PlayStation und so weiter die Netzwerkkabel abgehen habe. Oder könnte ich dann einfach mit dem Rechner an das Hub gehen? Das wäre natürlich interessant, aber es, ja klar, wie du auch selber wieder sagst, ne? Spielerei, Spielerei, Spielerei. Ja, okay. Und dann brauche ich doch bestimmt ein Programm noch dafür, oder? Um das, also ich hoffe, wir reden jetzt gerade vom gleichen, um das so gesehen als Streaming-PC nutzen zu können. Oder meinst du jetzt als, ja. Speicher? Hier gibt es eine Rittermaus, Schweinemaus und eine Gen. Nee, nee. Also das nicht. Also ich habe jetzt die größte Fritzbox mir gekauft letztens. Also die, eigentlich die neueste, die es gibt. Und ja, habe jetzt noch ein Hub dazwischen. Das Hub, das, das ist natürlich schon ein bisschen älter, aber das habe ich jetzt keine Datenverluste durch. Also ich bin ja über LAN alles, nichts über WLAN mache ich. Also sowieso als Streamer sollte man sowieso nichts im WLAN machen. Ja, das ist ja, das ist auch sowieso das Wichtigste. Also WLAN, ne, habe ich manchmal, habe ich so oft fast Ausraster durch, ne, durch das WLAN. Ey, da denke ich mir, mein Handy, ne, da denke ich mir auch manchmal, was ist los, ne? Da bin ich manchmal schneller über Telekom Direktnetz als hier über mein, über das WLAN. Ne, da habe ich mir eine extra eine Fritzbox gekauft, die teuerste, die es da gibt, und hat sich auch fast nichts geändert zu dem normalen Telekom-Standard-Mist, den man da mitkriegt. Dann kannst du eigentlich nur noch an meinem Kack-Handy liegen hier. Aber naja. Was willst du machen? Ich darf mal fragen, aus welcher Ecke du kommst? Nordrhein-Westfalen. Bei Aachen ist das. Und du? Bei Salzberg? Ja. Warum meinst du? Ich komme aus Kreis Heinsberg. Ja, ich komme auch aus Kreis Heinsberg. Oh nö. Ja. Wie krass ist das denn? Wo genau? Bei Haaren, Waldfeucht. Ja. War das nicht wahr, oder? Doch. Jetzt erzähl doch keinen. Ich erzähl ja gar keiner. Ich komme aus Gangelt. Oh Mann. Wie krass ist das denn? Wie selten ist das denn bitte? Dass man irgendwelche mal kennenlernt, die genau aus der Ecke kommen. Das ist doch mal heftig. Ich hatte bei mir im Streamer einer, der kam aus Hartheim da der Ecke. Okay. Das ist heftig. Also das hatte ich noch nie, ne? Dass ich irgendjemand kennengelernt habe, der direkt bei mir aus der Ecke hier kam.
Weil alle anderen, also der Chris und der Mike, mit dem ich am Zocken bin, die kommen da oben bei Hamburg aus der Ecke. Ja, und der Kevin hier, der kommt auch Nordrhein-Westfalen, aber Paderborn sagt es ja, ne? Ja. Genau. Holy shit, ey. Tja. Wie klein die Welt doch ist, ne? Ja. Wie echt klein die Welt ist, ey. Ach ja. So, aber um 12 mache ich Feierabend für heute. Morgen erstmal wieder früh aufstehen. Auch wenn Wochenende ist. Und dann denke ich mal morgen Mittag, morgen Nachmittag wäre Kevin, bist du auch dabei? Ja, kommt drauf an, um wie viel Uhr. Ja, wir schreiben ja im WhatsApp. Mike und so ist da auch auf jeden Fall auch, denke ich, auch da. Chris wird dann auch da sein. Nee, aber dann muss ich morgen auf jeden Fall nochmal den anderen Rechner fertig machen. Ach. Alter Verwalter, ey. Hätte ich jetzt aber nicht mit gerechnet. Also, das ist das erste Mal, also. Alle anderen, mit denen ich bis jetzt mal gesprochen habe oder so TS-mäßig oder überhaupt bei LS, ne? Die kamen alle entweder aus Bayern oder da Hamburg oder Osten. Aber der Kevin war der Einzige, der mal hier dann auch in der Nähe war. Also in der Nähe ist auch 2 Stunden oder so. Aber der überhaupt mal aus Nordrhein-Westfalen kam. Ja. So, da sollen wir aber, stellen wir alles weg, oder? Ja. Stellen wir, dass wir jetzt nicht auf dem Feld Wäsche stehen. kannst du ja hier stehen Ah, ich lassen. weiß nicht. Ich stelle den, glaube ich, weg. Oder nicht? Ja, ich lasse ihn hier stehen. Oder? Weil hier die Hänger schon. Weil auf jeden Fall der nächste Morgen was Sache ist. Ach komm, ich fahre weg. Ich fahre mit Dingens. Ist ja sowieso direkt hier um die Ecke. Mal, haben die bei euch noch kein Glashaus verlegt? Doch, bei uns liegt auch schon Glasfaser, aber ich habe noch Telekom und ich habe da noch Vertrag halt und der läuft halt fast noch über ein Jahr. Jetzt habe ich von 16.000 auf 50.000 auch über Glasfaser bei der Ja, Telekom. super. Aber die Glasfaser, das Glasfaser geht nur bis zum NT, also bis zu dem Schrank an der Straße. Und von da aus, das sind aber dann nur 100 Meter oder 200 Meter, geht es halt noch über Kupfer, ne? Halt über alte Leitung. Das ist dann nicht komplett Glasfaser, aber 50.000, es kommt 50, 48 oder 49 Mbits an und Upload habe ich 10 Mbits. Okay. Und das reicht vollkommen. Also das reicht auf jeden Fall für Stream. Ich könnte auch noch höher gehen mit meinem Stream, also das wäre jetzt nicht das Thema mit der Ja, Bitrate. aber auf was hast du deine Bitrate gestellt? Ich habe meine Bitrate momentan auf 5000 stehen. Kannst du noch weiter runterdrehen? Ja, ich könnte die auf 3 oder so stellen, ne? Hatte ich. Ich könnte. Nein, 2000, 3500 oder so kannst du stellen. Ja, aber was ist denn besser? Ist denn tiefer oder höher besser? Für Leute, die schlechtere Leitungen haben, ist umso tiefer du gehst, umso besser ist es. Ja. Ja, aber ich meine, Weil ja. du hast ja noch machst ja bisher keinen Twitch-Partner oder so. Nee, das ist ja das Problem. Und ja, klar, das ist natürlich für andere Zuschauer besser, ne? Umso tiefer ich gehe mit der Bitrate, umso besser können die zugucken, ne? Ja, das stimmt. Ja, gut, die können ja nicht runterskalieren, ne? Die können ja noch nichts machen dann da. Ja, Stimmt. leider. Das geht ja nur bei Hitbox, wenn du kein Partner bist. Nur Hitbox gucken halt wenige, ne? Das ist wohl wahr. Aber bei Hitbox ist auch der Konkurrenzkampf, also den sagen wir mal Konkurrenzkampf, das Streamen halt auch nicht so gut. Ja, das stimmt. Ja, dann könnte ich vielleicht runtergehen auf 3 oder so, aber an der Qualität tut's, also ist das dann schlechter die Quali vom Video her oder vom Gucken her? Etwas wird die schlechter. Okay. Aber nicht viel. Ja gut, aber das stimmt. Dann ist das für manche, die halt dann, weiß ich nicht, eine 6000 oder 3000er Leitung haben, ne? Ja, vor allem, das können die Leute können ja nicht nichts dagegen machen. Also, sprich die Leute, die zuschauen. Also Okay. sind das ja, sag ich mal, jugendliche Kiddies, Ja.
Wo die Eltern noch, Ja, der Emrys, der schreibt auch gerade, auf Hitbox kannst du, oder der meint, der kannst auch nur als Partner transcoden. Dass du darunter skalieren lassen kannst dann. es geht auch wenn du kein Twitch-Hitbox-Partner bist. Also das weiß ich jetzt Keine. nicht genau. Also. Ich kenne jetzt keinen, der da über Hitbox Partner ist. Ach nee, jetzt fällt das Ja. Schneidwerk darunter. Ich glaub's doch nicht. Nee, ich weiß auch nicht, also. Wer da jetzt Partner wäre. Ja gut, Oyster Proper, ne? Kennst du Oyster Proper? Basti, ja sicher kenne ich den. Und ja, der ist ja extra damals da hingegangen, weil er da ja, glaube ich, ohne Partner zu sein, runterskalieren kann, aber ist alles nur Vermutung. Ich kann ja jetzt auch nichts Genaues sagen. Jetzt muss ich das Ding hier zurücksetzen. Ich glaub's ja nicht. Zu ihm sage ich dir erst dann mal, was dein Stream aus ist. Ja, klar, kannst du gerne machen. Wo ist denn jetzt das Schneidwerk? Schneidwerk? Weil zu ihm habe ich eine Meinung und Ja. ich auch. Ja, klar, jeder hat seine Meinung, ne? Ist ja ganz logisch. Ja, aber ich habe schon. Ich habe jetzt, wie lange spiele ich jetzt LS? Seit dem 8er? Ja, seit 8er habe ich auch. Ich habe seit 9. 9 gab es, glaube ich, auch, oder? Z nee, 9? Ja, kam Ja. 8, 9, dann 11, dann 13, jetzt aktuell 15er. Ja. So, wo wurden denn jetzt die Sachen hin zurückgesetzt? Da vorne. So. Weil das nächste Mal streams, hoste ich dich. Jo, super. Das wäre auf jeden Fall cool. Werde ich so ein bisschen. Ja, ich denke mal, wir werden morgen Nachmittag wieder so online sein, auf jeden Fall. Wird es auf jeden Fall weitergehen hier. Aber für heute Das. reicht es auf jeden Fall erstmal. So, aber erstmal hier Mal diesen. so eine dumme Frage am Ja. Rande. Euer TS hier, der hat. Ja, was ist damit? Dingens? Was? Wie sagt man das? Oh, jetzt ohne Olivo, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Jetzt echt nach Nitrado gehen, um danach zu gucken, wie das nochmal heißt. Ja. Was meinst du denn genau, oder Es können bei euch nur maximal 7 Leute drauf, ne? Lots. nee, ich weiß jetzt nicht genau. Also, weil der TS ist vom Chris. Aber ich glaube, ja, es kann sein, dass da 7 Leute. Ja, der hat 7 Slots nur. Es kann sein, ja. Also eine dumme Frage am Rande. Ich habe auch noch einen TS bei Ja. Nitrado. Ja. Habt ihr Bock, da vielleicht mit drauf zu gehen? Ja, ich habe ja, ich habe selber auch noch ein TS. Deswegen, ich Ich habe auch. auch, da passen 2000 drauf. Ja, du hast ja keinen 2000 TS Server. Ach, Dingens. Nee, aber ich habe auch noch einen auch noch einen eigenen Gaming Server. Deswegen, wir sind jetzt momentan, haben wir eigentlich schon so gesehen genug. Also, das passt hier aber nicht genau mit dem Schneidwerk, ne? Nee, also Also momentan haben wir eigentlich da leider genug. Also du kannst gerne bei uns damit, oder weiß ich, mit drauf kommen. Aber momentan haben wir, glaube ich, erstmal so weit genug an TS oder TeamSpeak oder servermäßig. Weil da haben wir jetzt momentan schon viel rumgetauscht und ich denke mal, das muss ich. Ich denke mal, da sind wir erstmal so weit versorgt. war ja nur eine Frage. Nee, nee, klar. Nee, Fragen kostet auch nichts. Kann man ja immer. So. Dann haben wir das fertig. Ja, dann sage ich für heute auch erstmal tschö
Auf jeden Fall im Stream. War schön, dass ihr da wart. Und ja, ich hoffe, man sieht sich auf jeden Fall das nächste Mal. Ich denke mal, morgen Nachmittag so rum werden wir wieder da sein. Und da wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Action hier sein, als was bis jetzt war. Und dann werden auch ein bisschen mehr Leute da sein, ein bisschen mehr Gequatsche. Ja, dann sage ich mal vielleicht bis morgen, ne? Bis denn. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Oh.